kein per se schlechter Rekord. 11 der letzten 12 Kämpfe verloren, aber kein einziges Mal durch Knockout. Kein einziges Mal. Elf seiner 15 Siege durch Knockout. Null seiner 16 Niederlagen durch Knockout. Er hat in London gekämpft um die WM und hat dort ganz knapp nach Punkten verloren. 27 Kämpfe, 23 Siege, 2 Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Aus München, Schiffer Isufi! Isufi hingegen 10 seiner letzten 11 Kämpfe gewonnen und die eine Niederlage gegen Billy Saunders, ein 27-0er Boxer. Hier ein sehr, sehr interessanter Kampf. Hier ist vor allem Levan Shunya sehr interessant. 11 seiner letzten 12 verloren. Sieht trotzdem sehr, sehr durchtrainiert aus. Nie durch Knockout verloren. Im Boxen gibt es einige Kämpfer, die immer wieder Kämpfe abwerfen, die quasi Kämpfe verkaufen. Das machen sie aber, wenn, dann durch Knockout, um eben die Bilanz des Gegners zu verbessern. Das ist bei Shunya mit Sicherheit nicht der Fall. Ansonsten wäre eben das Handtuch geschmissen worden oder er wäre zu Boden gegangen, hätte den Kampf quasi geworfen. Das macht man nicht über Punkte. Das heißt, in der Karriere von Shunya ist etwas passiert. Er hat zu Beginn unfassbar erfolgreich gekämpft und auf einmal ging ein Switch um und er neigte dazu, Kämpfe auf Punkte zu verlieren. Das bedeutet, er gewinnt einen Kampf tendenziell entweder durch Knockout oder er wird ihn auf Punkte verlieren. Ein interessanter Mann, der hier einem sehr gefährlichen Gegner gegenübersteht. Wie gesagt, Shefat Isufi mit einem unglaublichen Rekord, mit einer Menge Erfahrung und ein paar verdammt guten Namen im Rekord. Und Isufi steht hier immer wieder mit einer tiefen Führhand. Das zeigt nicht unbedingt ein ist keine Respektlosigkeit der Power des Gegners gegenüber, sondern er versucht schlichtweg eher über Kopfbewegungen, über Mindbewegungen den Schlägen zu entgehen und harte Links-Rechts-Kombination von Isufi trifft ihn wieder hart mit deinem linken Haken. Und hier sehen wir schon, ja, steckt diese Schläge ein. Sie zeigen kaum Wirkung, aber sie werden harte Overhand von Isufi. Aber schon, ja, zeigt einfach nichts davon. Es ist ihm egal. Und ich glaube, hier sehen wir wirklich seinen Stil ein bisschen wiedergespiegelt. Er frisst Hände ohne Ende, geht nicht zu Boden, geht aber in Gefahr, den Kampf auf Punkte zu verlieren. Und da muss er aufpassen. Da muss er jetzt von Anfang an Vollgas geben, um eben nicht hinten zu liegen. Denn selbst wenn man mehr Ausdauer hat, ein Kampf, den man hinten liegt, wieder aufzuholen, ist unglaublich schwer. Der Gegner kann einfach nur in deinen Defensivmodus gehen und es ist so schwer, einen Knockout zu jagen. Ein Knockout muss von alleine kommen, wenn man mit seinem Gegner spielt. Oh, schon ja hier mit harten Händen. Könnte hier gerade dabei sein, die Runde zurückzugewinnen. Allerdings muss man sagen, Isufi bisher immer noch mit sehr, sehr viel klareren Treffern. Aber hier sind wir tatsächlich beim vielleicht ersten wirklich ebenbürtigen Kampf des heutigen Abends angekommen. Oh, Isufi hier mit einer schönen, harten Rechten. Und Shunya geht hier wirklich aggressiv Richtung Körper. Und die letzten Sekunden. Auch wenn es nicht mit wahnsinnig viel Unterschied war, Isufi mit Sicherheit der Rundensieger. Ende Runde 1. Wie werden diese beiden Athleten jetzt weitermachen? Wird Shunya aggressiv herauskommen? Wird er wirklich versuchen, den Kampf schnell zu beenden oder eben schnell auch auf Punkte zu drehen, was er unbedingt tun sollte? Oder wird er wieder dazu neigen, den Kampf etwas zu lang hinauszuziehen? Übergibt
die Nummer an die Leona. Auch dafür nochmal Applaus. Tickets out, ringfrei, Runde 2. Und wir dürfen uns auf die zweite Runde des bisher vermutlich spannendsten Kampfes des heutigen Abends gefasst machen. Hier sehen wir wieder beide Kämpfer in der Normal-, in der Orthodox-Auslage. Das bedeutet die linke Hand vorne, die linke Hand hinten. Gleichzeitig natürlich linkes Bein vorne, rechtes Bein hinten. Andersrum wäre es, sagen wir mal, für den Boxsport ungeeignet. Und die suchen immer wieder mit tiefen Händen, dafür intensiven Kopfbewegungen. Shunya dagegen starke Doppeldeckung, hartes Vormarschieren, harte Körperhaken. So ein bisschen ein Arthur Abraham-Stil, wenn ich das mal sagen darf. Arthur Abraham hat ja wirklich Vierer, Fünfer, Sechser Schlagkombinationen abwechselnd mit Haken zum Körper gefeuert. Oh, Shunya hier schon fast mit einer kleinen Ringerbewegung. Isufi hier mit harten Links-Rechts-Kombinationen. Seine 1-2 einfach mit sehr viel Power und sehr viel Präzision. Aber Shunya drängt ihn hier zurück, arbeitet aggressiv, wirklich mit langen Schlagabfolgen. Muss hier zum Ende aufpassen, auch nicht gekontert zu werden. Die Schlagabfolgen sind zwar lang, aber die Frequenz ist nicht wahnsinnig hoch. Und wenn die Pause zwischen zwei Schlägen relativ lang ist, kann ein präziser Kämpfer, wie Isufi einer ist, gegebenenfalls den Konter dazwischen schieben. Oh, schöne Rechte am Kinn von Shunya. Ah, Isufi muss hier aufpassen, nicht zu weit zu schwingen. Das kostet zum einen zu viel Kraft, zum anderen gibt er seinem Gegner zu viele Öffnungen. Ah, Shunya jetzt mit einem fast schon provozierenden Stil imitiert hier so ein bisschen seinen Gegner. Linke Hand unten, deutliche Kopf- und Mindbewegung. Was für eine Power Isufi einfach in dieser rechten Hand hat. Das ist unglaublich. Oh, schöne Kombination von Shunya. Nicht unendlich viel Power dahinter, aber sehr schnell und sehr, sehr präzise. Und Shunya jetzt mit einer doch etwas anderen Deckungsstrategie. Wechselt immer wieder in den Stil von Isufi. Oh, schöne Haken. Das ist jetzt tatsächlich eine Runde, vielleicht die erste Runde des heutigen Abends, bei der man sich wirklich nicht sicher sein, wer diese gewinnen wird. Was für ein unglaublich packendes Match. Also hier sehen wir wirklich zwei Kämpfer mit einem doch sehr unterschiedlichen Rekord, die sich dennoch auf Augenhöhe begegnen. Mal sehen, ob sich das vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Runden ändern wird. Oh, schöne Arbeit von Isufi. Aber Shunya geht einfach durch, marschiert weiter nach vorne. Frisst immer wieder diese brutalen rechten Haken, diese brutalen rechten Crosses von Isufi und geht nach vorne und feuert mit allem, was er hat, zum Körper. Allerdings muss man sagen, dass ein Boxer wie Isufi sicherlich nicht durch diese Körperhaken runtergehen wird. Trotzdem kann es ihn natürlich Kraft rauben und für die späteren Runden auch müde machen. Und hier sehen wir wirklich zwei Profiboxer, wie man als Boxer eben zu sein hat. Man steckt Schläge ein, marschiert weiter nach vorne und teilt aus. Das war etwas, das man gerade in den ersten 4, 5 Kämpfen doch deutlich vermisst hat. So, die Offiziellen wollen ja auch ein Foto von unserer Leona. Und ihr dürft gerne mal einen Applaus machen für unsere Girls. Cobra Sports Promotion und Handmade Moonshine präsentieren Ihnen heute hier die Ringgirls. Seconds out, please. Ring frei für Runde 3. Und die dritte Runde beginnt. Und Shunya mit einer weit vorgestreckten Führhand. Provoziert damit natürlich die rechte... Oh, macht schon fast ein Einbein-Takedown. Provoziert damit natürlich die rechte Overhand von Isufi. Arbeitet hier mit schönen Kombinationen, schnelle Kombinationen. Deutlich schneller als noch zuvor. Hat danach allerdings auch wenig Deckungsarbeit. Muss hier aufpassen. Denn 2, 3 Hände zum Körper sind schön. Aber die rechte, die danach zum Kopf trifft,
entscheidet meistens mehr vom Kampf. Oh, Isufi mit einem schönen linken Haken. Shunya ringt sich wieder in seinen Rücken. Ich muss sagen, das bisher beste Ringen des heutigen Abends. Oh, schöne Rechte von Isufi. Aber Shunya ignoriert es einfach und gibt welche zurück. Isufi jetzt mit einer kleinen Flurry, die fast schon wie ein Ausraster gewirkt hat. Scheint hier den Pace jetzt etwas erhöhen zu wollen, muss aber aufpassen, dass er sich hier nicht selbst outpacet, dass er nicht zu viel Energie rausbläst und im späteren Kampfverlauf müde ist. Gegen einen Kämpfer wie Shunya möchte man auf keinen Fall müde sein. Oh, brutale rechte Cross von Isufi. Also hier muss man sagen, die rechte Hand von Isufi ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und wieder eine schöne Linke im Ziel für Isufi, allerdings nicht mit genügend, mit zu wenig Anlauf, sodass der Impact schlichtweg nicht hoch genug war. Hier haben wir einen leichten Kopfstoß gesehen. Man muss sagen, durch unabsichtliche Kopfstöße, und der war eindeutig unabsichtlich, entstehen oft bösere Beulen und Cuts als durch die Hände selbst. Der Grund dafür ist, dass der Schädel einfach viel härter ist als der Boxhandschuh. Oh, Isufi provoziert hier ein bisschen mit der Fußarbeit, muss aufpassen. Er kann damit eine Menge gewinnen, hat aber auch ein riesiges Risiko. Gerade gegen einen derart hart schlagenden Kämpfer wie Shunya, der allerdings vielleicht auch mal etwas mehr zum Kopf als nur zum Körper arbeiten sollte. Man sagt zwar meistens, arbeite nicht nur zum Kopf, sondern auch zum Körper. Ich glaube, in Shunyas Fall müsste man das andersrum sagen. Arbeite nicht nur zum Körper, auch mal zum Kopf. Ja, Shunya mit einem schönen Jab. Ringt sich hier wieder an seinen Gegner heran. In einer hervorragenden Bodylock-Position. Oh, und wieder diese Rechte von Isufi. Die letzten zwei Runden nicht leicht zu bewerten. Erste und dritte allerdings vermutlich doch eher Isufi vorne. Eben durch diesen unglaublichen Impact der rechten Hand. Auch wenn Shunya oft mehr getroffen hat, waren diese rechten Hände von Isufi einfach brutal. So alles möglich machen, Technik, Licht etc. pp. Und einfach mal darauf hinweisen, am 1. Dezember hier im Haus eine satirische Bescherung mit Ferdinand Linzelich. Am 7. Dezember Wasserschaden im Himmel, eine verrückte Dinner-Show. Am 31. Dezember die Tenöre, der Nacht die große Silvestergala. Und am 3. Januar dann das große Neujahrskonzert zum Jahresauftakt hier im Bergischen Löwen. Seconds out, please. Ring frei für Runde 4. Und wir kommen zur vierten Runde dieses Boxkampfes. Und wieder öffnet Isufi mit einer unglaublichen Rechten. Shunya beschwert sich über einen Hinterkopftreffer. Hier muss man allerdings sagen, falls er dort getroffen hat, eindeutig unabsichtlich. Isufi wieder mit einer schönen Rechten. Und wir sehen diese Nehmerqualitäten, die Shunya hat. Steht hier mit beiden Händen unten, macht zwar Kopfbewegungen, allerdings nicht genug, um den Schlägen wirklich zu entgehen. Nimmt diese Schläge also einfach. Hier muss Shunya wirklich aufpassen, den Kampf nicht auf Punkte abzugeben. Wie es aussieht, wäre Isufi auch mit einer Punktentscheidung durchaus zufrieden. Er hat den Knockout bisher nicht aggressiv gesucht. Oh, schöne Arbeit von beiden Kämpfern. Hier beide gut treffen. Ah, Shunya hier mit harten Händen. Muss allerdings den Gegner auch. Hat allerdings auch noch nie wirkliche Wirkung beim Gegner gezeigt. Und wieder diese brutale Rechte von Isufi. Also man sieht hier in diesem Kampf wirklich, die Mechanismen wiederholen sich. Isufi weicht immer wieder ein, zwei Schlägen aus, bringt diese brutale rechte Overhand. Shunya ignoriert sie, marschiert nach vorne,
feuert eine Dreier-Vierer-Kombination halb auf die Deckung, halb zum Körper von Isufi und das ganze Spiel wiederholt sich. Oh, brutale Links-Rechts von Isufi und wieder diese harte Overhand. Schon ja ignoriert sie. Marschiert nach vorne. Beide tasten sich ab. Und Sonja feuert seine Flurry ab. Oh, harte Linke im Ziel. Isufi wartet auf seine Rechte. Und da war sie. Knapp verfehlt. Sonja ignoriert wieder. Marschiert nach vorne. Und so langsam wird es Zeit für seine nächste Flurry. Oh, harte rechte Overhand wieder von Isufi. Sonja ignoriert, feuert seine Flurry. Wieder die rechte von Isufi. Sonja macht hier eine kleine Show. Man muss aber sagen, durch sein unglaubliches Kinn, durch seine harten Kombinationen, kann er es sich erlauben. Bei jedem anderen würde ich sagen, pass doch auf. Der andere muss nur einmal mit einem, oh, die rechte ein bisschen nach dem Gong. Sicherlich noch nicht absichtlich. Bei jedem anderen Kämpfer müsste man sagen, mit so einem Stil wirst du nicht lange erfolgreicher Erfolg haben. Der andere wird einmal reinspringen, dich mit einem guten Haken treffen und runterschicken. Sonja wird einfach nicht runtergehen. Es ist egal. Er kann es sich leisten, er kann getroffen werden. Was für ein Stahlkinn. Mit Applaus für Leona. Seconds out, please. Ring frei für Runde 5. Und die fünfte Runde beginnt. Zwei haben die beiden noch vor sich. Bei der letzten ist es nun fraglich, wer diese Runde gewonnen hat. Hier wird es wirklich darauf ankommen, was die Punktrichter lieber sehen. Wollen sie lange Kombinationen sehen, dann hätte Sonja ja durchaus gute Karten. Wollen sie einzelne harte Treffer sehen, dann wäre Isufi eindeutig auf den Punktzetteln vorne. Also in diesem Kampf ist tatsächlich noch alles offen. Oh, Isufi wieder mit dieser brutalen Rechten. Oh, Isufi trifft hart. Und man muss sagen, Isufi wirklich mit 20 seiner 24 Siege durch K.O. Also bisher konnten nur wenige diesen Schlägen widerstehen. Wird Sonja das wirklich noch für die nächsten 5 Minuten durchhalten? Gerade diese Treffer zu Beginn dieser Runde waren wirklich unfassbar hart. Ah, da dachte ich schon für einen Moment, Sonja geht runter. Allerdings hat er sich nur mit dem Schlag etwas abgetaucht. Schiebt hier seinen Mundschutz gefährlich weit vor. Muss aufpassen, dass ihm dieser nicht rausgeschlagen wird. Auch wenn das nicht unfassbar viel Schaden verursacht. Es macht sich auf den Punktzetteln schlichtweg katastrophal schlecht. Und wieder schöne Aktion von Isufi. Isufi wirklich mit wenig Aktion, aber wenn er trifft, dann ist ein Pfund dahinter. Sonja ringt sich wieder in den Rücken von Isufi und man sieht, die beiden mit einer grundsätzlich anderen Strategie. Oh, schöne Links-Rechts von Isufi. Isufi versucht wirklich, seinen Gegner mit jedem Schlag, den er trifft, auszunocken. Sonja dagegen versucht eher lange Kombinationen zu schlagen, seinen Gegner zu zermürben, um dann den Knockout finden zu können, wenn dieser Gegner eben verletzt, wenn er angeschlagen ist. Und man sieht hier auch beide sehr, sehr routiniert. Beide waren hier schon oft drin, können sich diese kleinen Spielereien erlauben.
die anfänglichen Kämpfer wären noch untergegangen, wenn sie so gespielt hätten, weil sie noch nicht oft genug drin waren. Sie wissen nicht, wann Schläge kommen, wann sie nicht kommen. Sie wissen nicht, wann sie sich was erlauben können. Diese beiden wissen es. Sie waren beide oft genug im Ring. Sie haben mit genügend Gegnern gekämpft, die ähnlich sind wie ihr jetziger Gegner. War das ein Tieftreffer? Oh je. Passiert im Boxen natürlich ausgesprochen selten. Im MMA oder im Kickboxen sieht man Tieftreffer viel, viel häufiger, weil dort eben auch die Oberschenkel angegriffen werden. Und der Kampf wird fortgeführt. Zudem ist natürlich ein Knie oder ein Schienbein auf dem Tiefschutz viel schmerzhafter, als es ein dicker Boxhandschuh ist. Und hier sehen wir auch eine unterschiedliche Herangehensweise, die den Charakter dieser beiden Männer perfekt darstellt. Isufi sitzt auf dem Stuhl, hoch konzentriert, baut sich schon seine Strategie für die letzte Runde auf. Shonya marschiert ein bisschen nach links, nach rechts, begutachtet das Ringgirl, unterhält sich noch mit seinem Trainer, welche Kurven ihm am besten gefallen, packt seinen Mundschutz ein, packt seinen Badass-Blick drauf und macht sich bereit, eine letzte Runde ein bisschen zu tanzen. Hier muss man sagen, auch wenn er den Kampf heute nicht gewinnen würde, sollte er hier eine Telefonnummer gewinnen, wäre das mit Sicherheit auch ein toller Sieg. Und die sechste von sechs Runden beginnt. Wir sind eindeutig beim bisher knappsten und auch interessantesten Kampf des heutigen Abends. Vielleicht auch der einzige Kampf des heutigen Abends, der nicht durch einen Knockout beendet wird. Schöne Rechte von Isufi. Oh, harte Rechte von Isufi. Und Isufi marschiert schön nach vorne. Shonya beschwert sich immer wieder über Hinterkopftreffer. Das ist natürlich bei diesen weit geschwungenen rechten Haken schnell passiert. Und wieder die konstanten rechten Overhands und das Beschweren über die Hinterkopftreffer. Schöner Uppercut von Shonya. Geht allerdings wieder zu viel zurück. Also hier muss... Oh, schöne Rechte, genau am Kinn. Hier wird Schäfer die Sufi lautstark angefeuert. Nicht mit Jab Punch verwechseln, was eine Schlagkombination wäre. Was hier gerufen wurde, war Schäfert, der Vorname von die Sufi. Ah, schon hier verfehlt den Uppercut beim Lösen des Clinches. Beide Kämpfer, müde, verstecken es allerdings sehr, sehr gut. Da zeigt sich auch wieder die Erfahrung der beiden Kämpfer. Ein Anfänger ist müde und zeigt es seinem Gegner. Wofür sorgt das? Zum einen sorgt es dafür, dass der Gegner Lücken sieht. Zum anderen wird der Gegner beflügelt. Und zuletzt macht es einen furchtbaren Eindruck auf die Punktrichter. So wie diese beiden Kämpfer sich geben, wirkt es von Anfang bis Ende, als ob sie viel Energie haben, als ob sie noch 5 Runden so weiterkämpfen können. Unabhängig davon, ob sie es können, schüchtern sie dadurch zum einen den Gegner ein und zeigen auch den Punktrichtern, hey, ich bin da, ich gewinne den Kampf und ich bin bereit, ihn weiter zu gewinnen. Oh, schöner linker Haken von Isufi. Sucht noch mal ein paar entscheidende Impulse in diesem Kampf zu. Und beide sollten noch einmal in einer Flurry explodieren. Und wir sind bei der ersten Punktentscheidung des heutigen Abends.
hier haben wir wirklich sehr, sehr hochrangiges Boxen gesehen. Isufi mit dieser Präzision, mit der Schnelligkeit und mit der Härte. Shonya mit diesen unfassbaren Nehmerqualitäten und diesem konstanten nach vorne marschieren. Ein wirklich hochinteressantes Match. Chris? Ein spannender Moment, kommen wir zum offiziellen Urteil. Die Referees punkten den Kampf wie folgt. 58 zu 56. Oh, 59 zu 55. Und 58 zu 56, also ein 3-0-Urteil. Und zwar für den Mann in der roten Ecke. Und Schäfer Isufi baut seinen Rekord aus auf 25 zu 4. Man muss sagen, durch seine Präzision, durch seine Härte, mit Sicherheit ein verdienter Kampf. Man hört hier auch einige Buhrufe. Levan Shonya hat etwas mehr Show gemacht, hat auch schönere Sequenzen getroffen.